Na? Na? Oh, Glückwunsch zu diesem epischen Gewinn! Ich mache nochmal die Äuglein zu. Achtung, Catacombs. Ist es das? Ist es das? Hey Kenners, was geht bei euch ab? Willkommen zu meinem allerersten Case-Opening auf Drake Moon. Ihr habt ja lange darum gebeten und jetzt bin ich hier. Schaut euch mal diese edlen Kisten an, fick die Wurst. Ich habe die 25 Euro, die ihr gespendet habt, hier reingepackt. Daraus sind 28,75 Dollar geworden. Wir haben irgendwie noch 3 Dollar dazu geschenkt bekommen. Keine Ahnung, wahrscheinlich, weil wir ziemlich cool sind. Ich habe auf dieser Seite noch nie etwas gemacht. Aber eins weiß ich, wir machen jetzt mal diese Kiste auf. Was ist da drin? Ach gut, was ist, wenn man sowas bekommt? Kann man die dann nochmal aufmachen, kostenlos? Ja, wahrscheinlich, ne? Wir fangen, würde ich sagen, einfach mal klein an. Das Coole ist, videotechnisch kann ich es hier viel, viel, viel besser verarbeiten, nehme ich an. Weil man ja Skins, die total crappy sind, einfach wieder reinbezahlen kann und somit dann wieder eine Kiste aufmachen kann dann irgendwann. Wisst ihr, wie ich meine? So eine Mac 10 Neon Rider wäre natürlich schon geil. Was ist hier, wo ist die denn, die Neon Rider? Aha, mhm. Oh, da ist ja direkt, okay. Ich würde sagen, dann machen wir doch einfach mal hier so eine Kiste auf, oder? Da ist immerhin die Neon Rider drin und die Wasteland Princess, sehr schön. Natürlich auch einige blaue Sachen, die wir jetzt wahrscheinlich auch ziehen werden. Aber wir gucken mal. Komm, wir machen 5 Stück auf einmal auf. Nee, Quatsch. Wir schauen einfach mal, was passiert. Hua! Tsching, tsching, na, 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 na. Hey, Wedding, Wedding, Isaac. Das ist dieser coole Part, wo man halt einfach wieder praktisch das Zeug zurückgeben kann. Ich werde jetzt mal zum Guthaben wieder drauf machen. Komm, ich mach 2 auf einmal auf. Um Gottes Willen. Wir sind jetzt ganz schön dick beeiert. Ach. Aha. 2 blaue, ganz klar. Ja gut, warum denn nicht? Gott, was für eine Scheiße. Also einmal versuchen wir es noch, alles oder nichts. Wir gucken danach nach einer anderen schönen Kiste. Mal gucken, was jetzt passiert. Alles oder nichts ist es jetzt nicht wirklich, aber ja. Oh, oh, gar nicht mal so übel, ne? Guck mal, da haben wir sogar ein bisschen Plus gemacht. Die sacke ich jetzt einfach mal ein. Hoppala. Ja gut, das war natürlich geplant. Weil ich wollte genau die Candy Apple haben. Das ist einfach ein geiler Skin. Kann mir niemand was anderes erzählen. Fuck. Gut, gut, gut. Wir behalten mal die Pulse oder Pulse oder wie sie heißt. Ah, übrigens, ich habe solche komischen Coins, habe ich gesehen. Da, solche Dinger. Komm, wir machen mal so eine Marble Chest auf. Ich weiß nicht, was das dann, was man dann davon hat. Oh, es ist heute nicht so mein Tag, weißt du? Es ist nicht so mein Tag. Versuchen wir es halt nochmal. Scheinbar ist heute einfach nicht mein Tag. Wir versuchen es einfach nochmal. Damn, son. Irgendwie ist heute nicht mein Tag. Wollt ihr mich verarschen? Jetzt habe ich ja keine mehr, ne? Aha! Marble Chest! So sieht's aus! Hey! Was mache ich jetzt damit mit so einer Marble Chest? Guck mal, ich habe jetzt noch 400. Mache ich halt nochmal so eine komische Ding auf. Ach Gott, Mensch, hier noch eine Marble Chest. Ich bin ja reich. Aber egal, wir machen weiter. Sehe ich das richtig? Dass wenn ich so eine Case ziehe, dass ich die dann öffnen darf. So, wir gucken mal hier rein. Guck mal, da ist auch die Neon Rider dabei. Eine Torque. Die wird auch immer gern genommen. Ah, wenn ich die Kiste öffne, bekomme ich diese Dinger. Deswegen habe ich so viel gehabt. Ich dachte, ich habe nur 300, weil ich mir vorher diese 300 habe geben lassen. Aber so eine Kiste kostet auch 6 Dollar, ne? Holla die Waldfee, ich wäre nicht bescheuert. Das ist nicht so die Sachen dabei, wo ich sage, jawohl, das ist es. Das hier vielleicht. Ja. Ah, bis auf diese scheiß USPS Overgrowth, ne? Die sieht natürlich kacke aus. Aber der Rest geht. Selbst die Mac 10 Fate sieht geil aus. Kann man ja eigentlich auch Stat-Track-Waffen ziehen, ja, oder? So, das will ich jetzt sehen. Was bekomme ich hier? Was Riesiges, Tolles, Schönes? Ach, eine Eco. Ah. Oh. Zum Guthaben. Wir machen nochmal. Achtung, jetzt wird's ein blauer. Oh, Leute! Die ist nicht schlecht. Die nehmen wir. Für alle P90-Helden da unter euch. Die ist es. Was haben wir hier? Okay, okay. Oh, die Hyper Beast, eine Cyrex, eine Redline. Candy Apple ist halt. Ich würde sagen, wir ziehen einfach mal kurz das Knife. Und dann haben wir für heute eigentlich eh unseren Sold erfüllt. Zack. Oh! Schade. Aber die ist auch nicht übel, diese Evil-Bumsnuss. Die behalten wir. Und jetzt kommt was richtig krasses bei rum. Achtung! Oh, schade. Knapp, aber fair. Eine Crimson Web. Ich weiß nicht, ob ich jetzt zu hoch pokere, wenn ich sage, hey, ich gebe die zurück und versuche es nochmal. Nachher kommt dann die Urban Hazard oder sowas und dann kotzen alle. Die Crimson Web, komm, die geht immer, die haben immer mal wieder irgendwelche Leute in der Hand, die lassen wir, behalten wir jetzt mal bei, die Crimson Web. Was haben wir hier denn noch so am Start? Also Sangmoon haben wir hier noch. Ja, naja, irgendwelche Kisten, die man halt dann, ich will eigentlich keine Kisten ziehen, sondern eben Skins ziehen. Guck mal hier. Oh, die Glock 18 Catacombs. Wenn die jetzt nicht dabei wäre, sondern eine Torque zum Beispiel drin wäre, eine USPS oder so, dann wäre das eine geile Kiste. Aber die ist halt echt bad, ne? Die Catacombs. Also irgendwie ist sie auch cool mit den Totenköpfen drauf, aber was kostet die? 3 Euro. Wir haben es doch. Leute, wir haben es doch. Wir öffnen jetzt diese Kiste. 3, 2, 1, meins. Komm schon. Irgendwas Gutes, nicht die Catacombs. Ah, die Elite-Bild. Naja, immerhin, ne? Ne, die hauen wir weg. Auf ein neues!
Achtung, jetzt Catacombs. 1 Cent wert. Ich mach die Augen zu. Achtung, ich mach auf, ich mach auf. Ne, Elisabeth, hey. Oh, 3,08 €! Hey, Macarena. Die ist 3,08 € wert? Ah, die ist FN, okay. Ha, jetzt überlege ich halt gerade. Das ist schon nicht schlecht, oder? Wir haben jetzt ein bisschen Plus gemacht. Aus der Kiste, ich meine, es wäre schon noch einiges besser geworden. Ne, wisst ihr was? Wir spielen jetzt mal so ein bisschen auf Hardcore-Modus. Penis. Öffnen diese Kiste. Ich mache nochmal die Äuglein zu. Achtung, Catacombs. Ist es das? Ist es das? Oh, die habe ich mir immer gewünscht, die Katakomben. Ach Gott, ist die schön. Jetzt will ich es nochmal wissen. Und wenn es nochmal die Katakomben ist, dann gehe ich aus dem Zimmer raus. Warum ist die so wenig wert? What the fuck, man? What the fuck? Die ist ja scheiße, die Basilisk. Die sieht total bescheuert aus. Wir haben genug von dieser Kiste. Oh, die Duck Moon sieht cool aus. Was ist da drin? Oh, ist halt hart, ne? Aber da sind einige geile Dinger dabei. Oh, ich glaube, ich muss die öffnen, auch wenn wir nicht mehr so viel Cash haben. Aber ich denke echt, dass ich die öffnen muss. Currywurst. Na? Na? Oh Gott! Oh, es war natürlich ganz knapp am Bayonett vorbei. Aber dafür haben wir eine Tech-9 Toxic. Komm, einmal machen wir noch. Obwohl die nicht schlecht ist. Die gefällt mir schon ganz gut, also vom Aussehen her finde ich die Toxic nicht schlecht. Oh, Leute! Ding, 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 ding. Glückwunsch zu diesem epischen Gewinn! Dankeschön! Die gehen mal weg. Nee, Quatsch, die behalten wir. Was labert ihr? Also ich finde bis jetzt eigentlich eine mittelgute Ausbeute, oder? Wir haben jetzt $11, $12 und ein paar verquetschte an Skins. Hier. Jetzt ist halt die Frage. $3,46. Was machen wir damit, ne? Es gibt hier die $3-Kiste. Hier, die hier. Die haben wir ja vorhin schon mal probiert. Was war da drin? Gut, okay. Nicht schlecht. Aber was haben wir hier unten noch? Wir haben hier noch eine 1,50-Kiste. Nur mit Deagle drin. Eher nicht. Dann, die können wir uns gar nicht leisten, diese Kiste. Oh, ein Haul ist da drin. Fucking shit. Die kostet 4 Euro. Warum habe ich denn die nicht aufgemacht? Die sieht doch viel vielversprechender aus als die ganze andere Scheiß. Und was ist in dieser Biesten drin, falls ich die ziehen würde? Scheißdreck, okay. Mew, was hast du zu bieten mit deinen $250? Weißt du, machst die auf und was bekommst du? Die ganze Zeit die Icarus-Fell. Ich nehme an, das ist die günstigste Waffe da drin. Oder die Pika-Knives-Kiste. Was ist in den Pika-Knives dann? Die öffnest du dann auch und dann hast du eine Umbrella-Kiste. Und was ist in der Umbrella drin? So kistelt man sich immer weiter runter, ne? Von Kiste zu Kiste in den Arsch. Oh, da ist doch eine für 3 Euro. Ah, das war die mit den Catacombs. Okay, nee, die hat mir schon den Rest gegeben. Wir machen die Snowhead auf. Was hat die als schlechte? Das ist finde ich, eine recht gute Kiste. Die sieht recht vielversprechend aus. Wir öffnen die jetzt nochmal und drücken ganz fest die Daumen. 3, 2, 1. Pimmelwurst. Augenkontakt halten. Und jetzt langsam runtergucken. Ach Gott, eine Eco. Ah, die ist schon schön, ne? Ah, Mensch, hey. Eigentlich nett. Na, wenn ich ehrlich bin. 1,50. Wo ist die 1,50er Kiste? So. Was hast du da drin zu bieten? Jetzt ziehen wir halt die goldene Koi-Kiste da. Was soll der Geiz? Oh, knapp. Knapp, aber fair. What? Tsching, tsching. Leute, wir haben Plus gemacht. Aber wir haben alles wieder reingeholt. Seit wann ist denn die Waffe so viel wert? Ich hocke hier und denke mir, oh gut, die Handcannon ist schon ziemlich scheiße. Jetzt ist halt die Frage, alles verkaufen und noch mehr ziehen? Video länger machen? Oder direkt, haben wir Gewinn gemacht oder haben wir Gewinn gemacht? Na, pinke, pinke. Ungefähr $50 jetzt am Start. Wir sind mit 28 rein, gehen mit 50 raus. Hat es sich gelohnt oder hat es sich gelohnt, meine Damen und Herren? Gibt es auch eine 10-Cent-Kiste vielleicht mit einem Knife drin? Oh, eine 30-Cent-Kiste gibt's? Was ist da drin? Oh, oh. Sexy. Warum gibt es denn keine 10-Cent-Kiste? Bitte, Leute. Mensch, hey, ja? Ich würde sagen, da haben wir ordentlich was gedrückt, oder? Daumen nach oben dafür. Also auf jeden Fall. Jetzt ohne mal hier rumbetteln zu wollen. $50. Was will man mehr? Leute, ich kann Drake Moon nur empfehlen. Vielen Dank fürs Zusehen. Es gibt jeden Dienstag und jeden Donnerstag einen Livestream bei mir übrigens. Ab 19.30 Uhr. Hier unten in der Beschreibung steht der Link zu meinem Twitch-Account. Guckt am besten jetzt schon mal drauf, verfolgt und so, dass ihr die Nachricht bekommt. Verstehst du? Es gibt immer wieder Leute, die es vergessen und die dann schreiben, oh, ach nee, ich hab's vergessen. Das soll dir nicht passieren, Madame, Monsieur und so. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Hey, yo, what the fuck, dude? Wir haben Plus gemacht, oh yeah.